Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Swoligo. Die geile Mate wird immer noch im Hintergrund. Ich würde sagen, wir machen weiter. Wir sind ja bei dem einen Typen stehen geblieben. Der jetzt nicht gerade ganz so einfach war. Okay, mega Delay, alles klar. Warum auch immer, ich habe ihn zwar gerade neu gestartet. Aber was soll's? Was soll's? So. Dann schauen wir mal, ob wir wieder dahin kommen. Wo war es gewesen? Weiß schon gar nicht mehr. Da nicht. Ich will zumindest nochmal dahin, aber da komme ich auch nicht hin. Achso, wir müssen uns natürlich teleporten. War, glaube ich, gewesen. Genau, dahinter. Da ist unser kleiner Todfeind. Schauen wir mal, ob wir den hinkriegen diesmal. Ja, die Frage ist, wo schießt er seine Bällchen hin, ne? Erstmal ganz kurz nochmal die Taktik. Ah, es geht sogar noch weiter, guck mal. Wir laufen mal ganz kurz hier hinten lang. Vielleicht muss ich ihn ja gar nicht besiegen. Lass mich raten, der wird gleich ein Ding sein. Eine Tür, die ich nicht aufbekomme. Oh, doch. Ah ja, da hinten. Es gibt also mehrere Stadien von dem Typen. Und er lockt mich halt immer weiter hinter. Das finde ich jetzt aber nicht so cool. Das finde ich wirklich gar nicht cool. Tja, tja, tja. Ah, ich liebe das Spiel. Das ist schon ganz nice, aber es hat wirklich die erste schwierigste Stelle. Weil die ist schon ziemlich krass. Aber da braucht man schon... Ja, vor allem, wenn er nicht da bleibt, ne? Ist dann schon wieder was anderes. Ja, aus dem Grund auch noch. Man muss halt immer hier... Ui! Mal gucken. Ja, ist komisch. Sehr komisch. Der ist schon ziemlich am Nerven, der Typ. Okay. Ich hätte ihn also vorher auch noch treffen können, noch ein paar Mal. Ich kann es natürlich auch so machen, aber das dauert halt wesentlich länger. Und das sind gerade mal immer nur 2% pro Attack. Das ist ein bisschen zu wenig. Ja, mal ganz kurz. Der dürfte eigentlich nicht viel dahinter schießen, ne? Aber doch, der schießt immer auf mich. Ja, weiß nicht. Am besten ist es wahrscheinlich mit der Magie, aber es ist auch ziemlich ätzend. Ich mache halt nur 34 Damage pro Attack. Ist jetzt nicht unbedingt sehr viel. Das ist nicht sehr viel. Komm, ich habe schon wieder Hälfte des Lebens verloren fast. Das ist nicht gut. Der ist schon ziemlich stark. Jetzt kommt er da hinten hin. Ja, das ist halt bei... paar Prozent verlieren. Wo ist er denn? Ach, einer noch weiter, ja. Eine Stage. Wird halt immer komplizierter, die Stages, und immer schwieriger. Wobei. Ja, doch, der geht mir auf den Sack halt. Kommst gar nicht dahin, ne? Ah, das ist Lebensdinger. Ah, das ist natürlich sehr nice. Ja. Wäre natürlich sehr nice. Das ist ziemlich gefährlich. Geil, wenn sie Leben wiedergeben würden, aber tun sie nicht. Ja, natürlich. Sie ziehen mir nur Leben ab und geben mir kein Leben. Das ist so dämlich. Ja, ich hab doch nicht gedacht, dass das so dumm wäre. Weil sie mir halt kein Leben wiedergeben, sondern... Ih, der ist ja gleich tot. Nee, doch nicht. Das ist schon ziemlich mies. Dass sie halt kein Leben wiedergeben, sondern wirklich nur Mana. Muss man halt ein bisschen auf Mana geskillt haben jetzt zu dem Zeitpunkt. Aber es ist schon wesentlich einfacher, weil ich halt eben nicht face-to-face entgegenkommen muss, ne? Und der immer nicht bis hinter schießt.
Okay, da hinten ist er. Direkt unter seinem... ja. Über seiner Tür, meine ich. Ich habe halt nur noch sehr wenig Leben, ne? Eigentlich bräuchte man dafür einen Heiltrank. Jetzt mit dem Heiltrank bin ich perfekt. Ja, ich merke, dass es eine ziemlich beschissene Ebene sein kann. Ich bin jetzt eingesperrt. Alter, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Und wieder mich verarschen will der Typ. Ich bin sowas von am Arsch. Ich bin sowas von... Oh mein Gott. Ist das mies. Er hätte den Heiltrank noch, ne? Ja, das ist ziemlich fuckig. Und hat das Leben noch, das Leben down zu kriegen von ihm ist, oh mein Gott, ich bin so tot. Oh mein Gott, weil er nicht gesprungen ist. Ich krieg die Krise, Mann. Ich muss jetzt alles nochmal neu machen, oder? Oh mein Gott. Alter, was ist denn das für ein kranker Scheiß ist das? Ja, ich hätte den Heiltrank gehabt, hätte ich easy gewonnen. Aber nein, ich muss den letztes Mal für irgendeinen Scheiß verschwenden. Das ist lächerlich. Ja, weil mein Dings nicht gejumpt ist, na gut, ein halbes Herz. Wie soll man die Scheiße auch überleben dann, ne? Ich hab halt hier hinten zu viel Leben verloren gehabt. Und heute durch diese kleinen Drecksviecher, die mir einfach mal anderthalb Herzen abgezogen haben. Ich würde es aber ungern so machen, weil es einfach zu lange dauert. Ja, er greift halt immer nur direkt mich an, ne? Das ja, würde ich auch machen. Na, es ist nicht so gut gewesen, jetzt anzugreifen, so. Na komm. Ich stehe auf dich, komm her. Ich weiß, dass du mich auch liebst. Hässlicher Boss. Naja, das war dumm gewesen. Warum mache ich das? Spar dir die Energie. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Ist halt Durchhaltevermögen angesagt. 1-2% sich halt immer nur ab. Das ist halt nichts eigentlich. Ah, ich finde die Musik sehr gut. Ich finde die wirklich genial. So, bei 67% war es gewesen, ne? Kommt der rüber. Glücklicherweise skill ich immer alles und nicht nur eins, weil jetzt brauchst du halt beim nächsten die Magie. Und hier brauchst du halt wirklich, Schwertdamage. Und halt generell brauchst du überall HP. So, ich bin noch recht gut mit dem Leben. Ja, jetzt hätte ich mir nicht den Heiltrank sparen können. Aber ich meine, kann man ja später auch mal benutzen. Ich habe den letzten Jahr auch Ewigkeiten dabei gehabt. Na komm her, Kleiner. Na kommt hoch hier. Ich warte auf euch. Und davon kriegen wir auch noch dazu. Ist sehr schön. Gut, dass es hier diese Steinplattform da oben gibt. Sonst würde er mich die ganze Zeit da treffen. Das wäre ungünstig. Autsch. Ja, kriegt schon 1%, 1-2% halt pro Attack. Das ist jetzt nicht gerade wenig. Okay, er ist schon wieder rübergegangen. Jetzt hat die einfache Stage eigentlich. Die einfachste finde ich sogar mit von allem. Na komm. Na, nehmen wir Magie mit, warum nicht? Bisschen Erfahrung noch mitnehmen. Magie mitnehmen. Weil es ist halt so, dass du ihn halt immer nur angreifen solltest, wenn er unten ist. Und nicht halt, wenn er da oben ist. Einfach den Attacks ausweichen hinter dem Steinbrocken. So. Jetzt gehst du hier rüber und warum ja auch einmal beim letzten Mal nicht gejumpt ist, keine Ahnung.
Aber ist beim letzten Mal nicht gejumpt. Ja, doch, ich habe ihn ziemlich... ziemlich gerade angegriffen. Naja, ich mache einfach so nicht mehr an, ist egal jetzt. Eigentlich ziemlich simpel. Ich weiß nicht, warum ich es vorher nicht gemacht habe, weil ich halt nur ein halbes Herz hatte. Und im halben Herz spielt man sich einfach scheiße. Oh, komm, Alter, du behindertes... Du behindertes Voltigo-Typ. Der jumpt immer ganz komisch. Wenn er halt an der Kante irgendwie hängen bleibt, dann jumpt er gar nicht ein zweites, drittes Mal. Bam, 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 aua. Das hat dann doch mehr weh. Ich finde den Boss eigentlich ganz cool. Ist halt ein bisschen schwieriger. Aber so ist das halt. Ich kriege hier so nur 1% ab. Oh mein Gott, ich bin so schwach. Ich könnte ja mal theoretisch eine Bombe hinlegen, aber... Hier ist schon wieder! Keine Ahnung, wie der jumpt, Alter. Was ist mit dem falsch? Der jumpt wie so ein kleines Mädchen. Gerade dann halt, wenn es wichtig ist, weißt du? 735 Erfahrungen. Yay! Gott sei Dank, ey. Mach den Damage hier hoch. Und Soul Shards ohne Ende. Guckt euch an, wie viele Soul Shards darum liegen. Sofern ich die Kosten für den Heiltrank wieder rauskriege, habe ich doch bekommen. Dann reicht mir das auch schon. Das ist der zweite Splitter des Schwertes, und zwar der Griff. Second Shard of the Mage Blade. Mann, der war aber nicht gerade schwach gewesen, der Typ. Und jetzt befreien wir den König. Gut gemacht, Held. Aber das sind noch mehr Splitter, die du finden musst. Führe deine Suche in den Fury, stechenden Fury, könnte auch Folge, wie auch immer, Tiefen des großen Caves hinter den Wastelands. Wasteland war, glaube ich, irgendwie Ödland. Geh jetzt, Held. Soll ich nicht mal befreien? Okay, dann halt nicht. So, was haben wir da oben? Ah ja, da haben wir den zweiten. Sehr nice, sehr nice, sehr nice, Leute. Oh Mann, das war aber ein krasser Kampf gewesen, muss ich sagen. Nicht wieder hinten aber noch hin. Wie komme ich denn hin? Da komme ich jetzt noch gar nicht hin. Da brauche ich irgendeine andere Fähigkeit später, denke ich mal. Outskirts of Florenum. Ach Gott sei Dank ist mal wieder ein normaler. Nee, doch nicht. Das wäre zu einfach gewesen, oder? Na, wobei. Was ist das denn? Waste Walker? Der kann springen. Sehr ekelhaft. Oh, da ist eine Kiste. Aua, sind die ätzend. Kann aber ziemlich weit springen, kleiner Springkäfer. So, wie komme ich da hoch? Von oben rein wahrscheinlich. Von oben, da muss ich dann halt... Nee, wie komme ich denn da hin? Na, egal. Gehen wir umfahrt schon hin. Verdammt. Na, Feigling. Boah, hat der viel Leben. Holy shit. Hat der viel Leben. Generell bin ich ein bisschen schwach, war trotz, dass ich meine Waffe aufgerüstet habe. Vergiss es, als ob ich hier... Okay, wollte jetzt nicht machen. Krass. Der haut hier mal wieder zurück. Oder hätte er jetzt noch ein zweites gehauen? Das kann auch sein. Ist er tot? Ne, er ist ja nicht tot. Mieser Verräter hier. So, dann macht kleine Kügelchen. Können wir auch mal ein bisschen Leben vielleicht wieder kriegen. Oder gar nicht. Doch, da haben wir eins wieder bekommen. Na komm her, kleiner Sprungkäfer. Halt bringen die viele Soul Shards, ne? Wahnsinn. Aber machen auch gut Damage. Die kleinen Viecherchen. Ja, ich brauche 200 fürs Breitschwert. Oben lang oder? Rechts ging es auch noch lang. Guck mal gleich mal. Hässlicher, mieser Mistkäfer, wirklich. Ist ja nicht zum Aushalten.
Ne, für sowas werde ich keine Heiltränke benutzen. Nö, nö, nö. Okay, dann ist hier der Ding richtig gewesen, der, also der richtige Weg, wo wir hin sollten. Oder wo ich hin sollte. Ah, dann geht's auch noch lang. Gott, wie ich die hasse. Wie ich die hasse. ...4% Leben, ernsthaft? Patsch. Okay, ich würde sagen, wir machen mal ganz kurze Pause, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Swordigo. Bis dann, Leute. Bye, bye.